Moin Moin, herzlich willkommen hier bei meinem Video. Diese Woche ist das Thema negative Seiten des Transweges, nicht negative Seiten, das hatten wir schon mal, sondern negative Erlebnisse. Negative Erlebnisse hatte ich bis jetzt nur ein richtig schlimmes, neben dem, dass mein Vater den Kontakt zu mir öffentlich abgebrochen hat, weil sein Sohn transsexuell ist, er Pfarrer ist und er schlecht gesehen werden könnte, weil ich sein halbschwuler Sohn aus der ersten geschiedenen Ehe wenn der trans ist. Yay. Naja, aber das schlimme Erlebnis, von dem ich heute sprechen möchte, ist ein Erlebnis in der U-Bahn. Ich weiß nicht, wie ich manche Sachen ausdrücken soll, weil die Äußerungen, die ich da gehört habe, waren schon recht hart. Ich versuche einfach, die Wörter nicht zu erwähnen. Als ich und mein Ex sind damals zum CSD gefahren oder vom CSD nach Hause, um dann abends wieder zur Party zu fahren. Irgendwie sowas war da. Ich glaube, wir sind zur Party gefahren abends. Also der CSD war schon rum, es war abends. Wir sind mit ein paar Freundinnen zusammen losgefahren und wir hatten keine Andeutungen in der U-Bahn gemacht, dass wir irgendwie zusammen wären, dass wir schwul wären oder sonst was. Wir saßen uns gegenüber und die anderen Freundinnen, die hetero waren, die aber mit zu dieser schwulen Lesbenparty, schwulen lesbischen Bi-Party da kamen, die waren ja auch nur da gesessen, haben uns unterhalten. Wir haben ganz normal gesprochen und dann hat die Frau neben uns angefangen rumzubrüllen, dass es doch scheiße ist, dass wir schwul sind, dass wir Schwulen verbrannt werden sollten oder vergast werden sollten, so wie die Juden damals. Das war das einzige Richtige, was man mit uns machen könnte. Dann irgendwann hat sie, nachdem sie uns vor dem ganzen Zug quasi da dauernd beleidigt hatte und angebrüllt hatte, gesagt, dass mein Ex und ich doch gar keine Männer sind, dass wir keine Geschlechtsorgane haben, keine männlichen, womit wir denn sonst Geschlechtsverkehr haben werden, wenn wir keine haben. Wir sind doch eh nur hässliche Lesben und hässliche Weiber. Und ja, solche Sachen wurden dann in der U-Bahn über mich und meinen Ex damals lautstark rumgebrüllt. War ein bisschen komisch. Wir mussten, am Anfang waren wir echt perplex, weil wir dachten, wow, was geht jetzt ab? Das habe ich noch nie erlebt in Nürnberg. Und ja, im Nachhinein mussten wir auch drüber lachen, weil der Ehemann von ihr oder der Freund, ich glaube der Mann war das, sich dann auch schon sehr über seine Frau lustig gemacht hat. Der dann auch gesagt, naja, aber da gibt es ja Spielzeug, wenn man kein Geschlechtsorgan hat, das geht doch alles. Und die Frau ist halt immer wütender geworden, weil er sie dann ein bisschen provoziert hat und eigentlich nicht mehr auf unserer Seite stand. Aber er hat ihr nicht gesagt, dass sie aufhören soll. Und sie hat weitergemacht, rumgebrüllt und sie mir ausgestiegen, in die nächsten Straßenbahn eingestiegen, von der U-Bahn hochgelaufen in die Straßenbahn. Und die Frau ist uns nachgelaufen, hat sich neben uns da angesetzt, also am Platz gegenüber oder neben uns, und hat dann angefangen weiterhin rumzubrüllen. Schaut euch diese scheiß Spulen an und... Ja, ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich öffentlich wegen meiner Halbschwulität also blöd angemacht worden bin. Ich habe noch nie Probleme damit gehabt, wirklich noch nirgends. Außer halt eben da am CSD abends, als wir zur Party wollten. Es war ungewohnt. Es war sehr ungewohnt, sowas zu hören. Sehr, sehr, sehr ungewohnt. Ja. Komisch. Habt ihr schon mal sowas erlebt? Wurdet ihr schon mal wegen sowas angeschrien? Also es wurde ja nicht nur rumgebrüllt, dass ich schwul bin, sondern halt auch, dass ich keine Geschlechtsorgane, dass ich eine hässliche Lesbe bin, dass ich kein richtiger Mann bin. Deswegen hier auch mit dem Trans-Thema. Was ja nicht gestimmt hat. Ich habe damals schon relativ ausgeschaut wie jetzt und ich finde nicht, dass ich ausschaue wie eine Lesbe. Vor allem bin ich 1,85 hoch und breit und breite Schultern und Riesenfüße und das weiß ich was. Und eine relativ tiefe Stimme. Ja. Keine Ahnung, was die Frau geritten hat. Und mein Ex sah auch sehr männlich aus. War auch ein Transmann, der sah sehr männlich aus. Klang zwar noch nicht ganz so männlich, aber... Eigentlich schon, doch. Eigentlich schon. Er hat aber auch nichts gesagt in der U-Bahn, als sie angefangen hat, ne? Gut, ich beende das hiermit. Wenn ihr auch schon mal so ein ähnliches Erlebnis hattet, schreibt es auch in die Kommentare. Ich lese mir durch. Ich verstehe nicht, warum Menschen so sein können. Warum man da so einen Stress draus macht und andere nicht einfach in Ruhe nebeneinander leben lassen kann. Keine Ahnung. Ich bewege meine Arme dauernd. Zu viel Energie. Und damit sage ich, ciao. Wiederschauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal.